Ja, so trinkt ihr das Bier aus. Beginnen wir mit dem ersten Duell. Haldan, möchtest du Midas herausfordern, beziehungsweise irgendjemand anderes? Ich gehe mit der Erwartung da rein, das zu verlieren, aber ich bin bereit, jeden herauszufordern. Okay, dann gegen Midas. Ich würde natürlich annehmen, aber ich würde erst noch ein paar Wetten platzieren und davor noch wirklich unseren Travigor in den höchsten Tönen loben, sodass die Quoten für ihn steigen und die Quoten für den Schwertkönig ein bisschen sinken. Ja, wir fangen erstmal mit deinem Duell an. Möchtest du auf dich wetten oder auf Haldan? Not gegen Elend. Du könntest auf deinen eigenen Not Verlust gegen wetten. Elend. Das ist natürlich hoch illegal. Ja, nee, das. Naja, nee, warte mal, ich würfe mal auf Goldgier. Ist natürlich gegen deine Ehre, ne? Du verlierst gegen den Bauern, aber du könntest ein bisschen was einstreichen. Ja, das ist halt die Frage. Also, ich würde eher ungern als Spieler das machen. Ich Selbstbeherrschung um Goldgier erschwert, nicht wahr? Ja, mach mal. Finde ich gut. Gut, dann muss ich einmal kurz gucken, wie hoch meine Goldgier ist. Die ist 8. Ich habe eine Selbstbeherrschung von 8. Also, mal gucken. Möchtest du ein Bier in die Hand nehmen? Nö. Du hast um 1er schwer sowieso wegen Ach dem so. Bier, ne? Ach so, ist immer noch. Ich dachte, Ja, das ist immer noch, um 9. natürlich. Dann ist es um 9 erschwert. Alles klar, schauen wir doch mal. Bin ich gerade meine Paradetalente? Ja, ich wette volle Kanne gegen mich. Okay, 12 Silbertaler, weil ja, mehr ist irgendwie nicht relevant für den Kampf. 12 Silbertaler Aber, Max. ja, aber ich mache das anders. Also, ich werde schon ordentlich kämpfen, aber ich wünsche davor unserem guten Haldan Glück. viel Glück. Okay. Also, ich gebe ihm einen Glückssegen. Ja, dann braucht er Das. kein Bier in der Hand, hat einfach einen Punkt Glück. Die Liturgie-Kindersprobe brauchen wir nicht. Okay, alles klar. Ja, dann gehen wir in den Zweikampf. Haldan, wie Was kämpfst für eine. du? Das kommt Mach drauf an, womit er kämpft. deine Paradedisziplin. Also, ich glaube, Schwert und Schild ist egal. Mach einfach deine Waffe gegen seine Waffe. Okay, aber da ich nehme an, dass du mit Dolchen kämpfst, richtig? Nein, ich kämpfe mit dem Säbel. Achso, ja, dann können wir ja die Mistgabel sehen. Dann kämpfe ich Boah. mit der Mistgabel. Wir können auch mit Dolchen kämpfen. Wir können auch ein Messerstecher-Duell machen, aber. Mit Dolchen kann ich auch nicht. Ich kann eh nicht kämpfen. Deswegen ist eigentlich wo. Ich kämpfe mit der Mistgabel, um die bauerliche Ehre zu verteidigen. Okay, dann Okay. Initiative, Haldan und Midas. Ja, gut. Ich habe eine 19er Ini plus. 19? Ist egal, was Haldan, du du bist flink, würfelst. ne? Ja, das ist egal. 14. Ja. Ich bin Fexgeweihter. Und Das war nicht mal Midas? schlecht. 19 plus 2? Ja, 21. Ja, gut, du hast halt auch 10.000 AP mehr. Das ist richtig. Haldan, du musst anfangen. Ja, meine vielen Kampfmanöver muss ich kurz studieren. Ich besitze kein einziges. Ich greife an. Ich treffe nicht. Ja, dann werde ich zweimal angreifen. Das erste wurde gelungen. Ja. Gute alte Parade. Wir versuchen, wir verursachen natürlich mit den Waffen nur Ausdauerschaden, also die hilft echt. Okay, also Wer 1 kennt W6. sie nicht, die Turniermistgabel? Okay, 1 W6 plus 4. Bei jedem guten Turnier zu fahren, ist sie vorhanden. 9 durch den ersten Schlag. So, ich nehme an, ich habe wieder volle Ausdauer, dann habe ich jetzt noch 20. Ich warte. Was? 20 Ausdauer? Jetzt noch! Ich habe sonst 29. Ja, den So, Holzsäbel. dann gehen wir den zweiten. Zweiter Schlag. Ich bin nicht gut im Säbel, ich sag's dir nur. Nicht bestätigt, halbe Parade, du hast sowieso keine Parade mehr, Ja, dann richtig, ich bin eh schon du raus. hast noch keinen Waffenmeister auf deiner Mistgabel. Ey, du hast noch Glück. Du kannst ihn neu würfeln lassen. Ja, das ist Ja, doch egal. Bringt doch nichts. sagen auf der 5 Schaden, beziehungsweise Ausdauerschaden. Ja, warte. Nächste Kampfrunde. Alter, du 5 musst anfangen. Ausdauer. Ja, ich greife ihn an. Sagenhaft. Diese 500 AP-Manöver. Ja, es klappt überraschend gut. Bei Also einer nicht. improvisierten Waffe wäre regeltechnisch sogar die 19 ein Patzer, ist aber egal. Lassen wir mal weg. Es ist ja eine Turnier.
Turnier, genau, ja, das ist ja keine improvisierte Waffe. Genau, extra für Turnierkampf. Der Bruchfaktor ist auch runtergesetzt. Dann greife ich wieder zweimal an. Boah, Power Gaming. Wieso? Würde ich an seiner Stelle auch machen. Power Gaming. Ja, genau getroffen. Ja. Ja. Kannst parieren? Nein. Ja, Märtyrersegen für den Bauern, also gerade noch richtig gut. Ach, weißt du was? Komm, wir machen mal Glück. Wir machen Glück. Wir haben ja Glück hier, komm. Ja. Ja. Vergiss nicht. Okay. Warte, 9 Ausdauer. Ja. Ja, ich geh K.O. Ja, und ich sehe auch ziemlich vermöbelt aus. Beschreib bitte den gesamten Kampf, Alter, du darfst anfangen. Ja, Haldan sieht verängstigt und unsicher und auch wirklich so zufrieden aus mit dieser Mistgabel, die ihm gerade gereicht wurde. Scheinbar keine besonders gute. Und sticht mehr so recht und eher daneben. Man will ja den guten Geweihten auch nicht verletzen, nicht, dass man da noch irgendwas bezahlen muss. Und trifft kein einziges Mal. Ja, mit flinken Bewegungen weicht Midas den Stichen aus. Schlägt ein, zweimal mit seinem Turniersäbel zu und bei jedem Treffer, den er auf den armen Bauern Rogel landet, bezieht Midas selbst so ein bisschen das Gesicht auf der Tatsache, dass ihm da wohl gerade seine eigenen Silberlinge flöten gehen. Trotzdem hält er den Kampf natürlich am Laufen und macht dann auch mit dem vierten Schlag, den er austeilt, den Sack zu. Der Bauer fällt um und Midas geht zu ihm hin und richtet ihn wieder auf. Ihr seid äußerst geschickt. Ach, man schnappt das ein oder andere auf, wenn man im Dienst des Hexens unterwegs ist. Aber ihr habt auch gar nicht schlecht gekämpft. Ich habe euch, glaube ich, gar nicht getroffen, oder? Nein, aber fast einmal. Das ist doch schon was wert. Auf jeden Fall, und ihr habt eine wunderbare Geschichte zu erzählen. Wisst ihr habt gegen einen der Bezwinger von Rassasor gefochten. Kann nicht jeder von sich behaupten. Ja, ich setze mich jetzt da vorne hin, mein Arm tut mir weh. Ja. Nehmt euch doch am besten ein Bier und vielleicht eine dünne Suppe. Das wird euch sicherlich gut tun. Hui, hier wird Suppe gereicht. Ja, schaut einmal da vorne. Aber die auch gekämpft haben. Also. Ihr müsst mich entschuldigen. Ich glaube, ich rieche etwas Fleisch in der Suppe. Ja, natürlich. Ja, man stellt sich die Frage, ob auch Rafim den Kampf abbricht, wenn ihm sein Arm wehtut. Derweil, Ado, möchtest du Ronga fordern? Oder wen? Ich will Ronga fordern. Also, wir fordern uns gegenseitig. Ja, alles klar. Dann, Initiative von euch beiden und ihr betretet das Feld. Ado auf der 17, ist da dein Kampfreflex? Nee, ich bin auf der 20. Irgendwie wurden nicht eingerechnet, mal wieder. Ja. Und der Ronga auch auf der 21. Dann muss Ado beginnen. Was willst du tun? Erstmal blitzen, nein, Schmarrn. Magie ist verboten. Ja, ich weiß. Erstmal blitzen. Nein, ich werde eine Finte 2 machen. Für den Anfang. Ich glaube, das ist der wesentlich interessantere Kampf. Wäre getroffen, Ronga? Wir kämpfen einhändig mit einem Anderthalbhänder. Das heißt, wir nehmen Erschwernisse von plus 2 auf die Attacke und plus 3 auf die Parade hin. Das heißt, ich muss eine um 6 erschwerte Parade schaffen, was mir gelungen wäre. Plus 2, plus 3, sagst du? Muss ich mir noch schnell aufschreiben. Genau. Und ihr könnt eine coole Aktion Bier trinken, ne? Okay. Also das ist halt ein Schicksalspunkt, beziehungsweise ein Bierpunkt. Ja, dann ist die erste Aktion, ich hau mal zu, ein bisschen dilettantisch, aber ich hau zu und dann nehme ich einen fetten Schluck aus meinem Krug. Okay, regeltechnisch willst du den Bierpunkt aber nicht benutzen. Ach so, nö. Nee, okay, ich, gut. Ich trinke nur die ganze Zeit. Ja, alles klar. Okay, du kriegst eine Finte 4. Mhm. Wer geschafft. Okay, dann habe ich jetzt eine plus 3, oder? Nee, plus 7. Ja, plus 7, okay, das wird schon spannender. Ich unter eine 10 kommen und nein, du triffst.
Okay, was für einen Schaden mache ich? Soll ich jetzt meinen regulären Waffenschaden auswerfen? 1W6 plus 5, würde ich sagen. 1W6 plus 6. Weil okay. es gibt keine Turnierschwerter von Thorneisinger. Das gibt es halt nicht aus Holz. Wir können ja einfach damit so ein bisschen... Egal, dann machen wir so. Auch 8 gut. Auf den Schildarm. Ja, das ist bei mir ja wurscht. Also, ich habe überall den gleichen RS. Okay. Kämpft ihr nicht frei oben ohne? Doch, ich würde schon Passt ohne Rüstung. Ah, ohne Rüstung. Okay, mein Kettenamp jetzt auch nicht an. Wie viel waren es jetzt insgesamt? 8 TP, also die Hälfte echt. Geht dann eher auf die Ausdauer. Ja, ich rechne jetzt einfach nur die Ausdauer mit. Ja. Das macht ja. Nächste Kampfrunde. Ja, dann beginne ich wieder und ich mache jetzt auch meine Finte 4. Ach, ich habe auf Ring gewürfelt. Sekunde. Kommt ihr jetzt in den waffenlosen Kampf? Ha, da ist die 2. So, Finte 4, das heißt, ich habe eine Erschwernis von 7. Was mit der 19 nicht geschafft ist, aber ich leere meinen Krug, um die Neid zu würfeln. Okay. Ihr Punkt ausgegeben. 20? Tja, kein Patzer, aber ja, kein ich Patzer. Ja. Wenigstens ist das Bier weg. Dann kannst du ihm volles Pfund aufs Maul hauen. Ja, 8. 8? 3 plus 6. 9. Dann sind es 9. 9 Ausdauerverlust. Ja, das war dein Angriff, Ronga. Ja. Schreib dich mal ganz normal an. Gerade so gelungen. Gut, dass ich meinem Gefühl vertraut habe. Dann pariere ich ganz normal. Ist das geklappt oder musstest du da deine Attacke machen? Ah, nee, ich hab's nicht geschafft. Mit der 2er Erschwernis, die ist da nicht drin. Genau, weil du noch einkennigen bist. Ja, dann genau. Könnte Ardo frei umwandeln, wenn er mag, ne? Das würde heißen, ich darf zweimal zuhauen, oder? Du kannst zweimal zuhauen mit einer plus 4 fürs Umwandeln und dann nochmal dann plus 3 für den einhändigen Kampf oder plus 2. Plus 2. Ja, plus zwei. Ja dann schlage ich zweimal normal zu. Okay. Das zweite Mal mit einer plus 6. Au, oh, da ist der Crit. Aber nice. Ist das getroffen? Ja. Ja, ich würfel auf eine 21. Mit der plus 6 bin ich exakt bei der 15. Korrekt. Doppelter Schaden, halbe Parade. Du hast keine Parade mehr, dann doppelter Schaden. Ardo gewinnt wahrscheinlich. 9, das sind dann 18. 10. 10. Plus 6. Plus 6, 10, 20. 20. 26, ja, das hat ordentlich wehgetan. Wie viel Ausdauer hast du noch? Sekunde. Eben habe ich 9 bekommen, also jetzt Ausdauer. Gut. Da. Ausdauerpunkte 34. Ich habe noch 5 Punkte Ausdauer. Okay, dann sehr jetzt, gut. Dann kommt jetzt der zweite Schlag. Dann, du hattest eben schon den zweiten zugeschlagen. Nächste aber Kampfrunde. Ardo wäre dran. Ronga kann natürlich vorziehen. Ja, ich zieh mal vor und hol Luft. Mach einen Hammerschlag. Ich hab leider keinen Hammerschlag. Ich könnte aber was probieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Turnier so gut kommt, aber jetzt nochmal Luft holen ist vielleicht. Ja, ich mach's. Ich mach ein Manöver und zwar das Festnageln. Du hast keinen Waffenmeister auf dem Festnageln, ne? Nur so. Doch, ich habe einen Waffenmeister auf dem Festnageln. Warum nicht? Aber nicht auf der Turnierwaffe. Arsch, ist das nicht das Äquivalent dazu? Nein. Okay. Nein. Egal, mach ich trotzdem. Das heißt, ich habe eine Attacke plus 6. Vergiss deine plus 2 durch den Bierkrug nicht. Warum plus 2 wegen Bierkrug? Weil wir doch in einer Achso, ja, Bierkrug genau. Deswegen plus 6. Erschwernis, Autoerschwernis ist 4. Okay. Versuche hier erstmal zu parieren. Ansonsten muss ich wohl Bier trinken. Ja, gelungen. Ja, gut. Dann bin ich dran, oder? Ja, bist du. Ja, du genau. Das war vorgezogen, ja. Dann mache ich eine Finte 2. Komm schon. Yes. Ich warte darauf, dass Pryodur gegen Tavigor lanzt. Ja, mit der 7 ist das dann auch pariert. Dann bin ich wieder dran, oder? Nächste Kampfrunde? Nächste Kampfrunde. Ardo muss Ronga da vorziehen. Ich zieh mal vor und jetzt sollte ich doch mal
mach's nochmal. Festnagelnder Angriff, ich erschwere mir selber noch um 2. Das heißt, ich bekomme eine 8er Erschwernis und würfel auf die 12. Mit der 6 ist das geschafft. Dann zu hören, also. Ich pariere ganz normal, oder? Immer noch. Erschwert um 2. Nee, um warte, die Ansage ist was anderes. So ganz normal erschweren. Erschwert um 3, genau. 3 für den Bierkrug. Fuck, okay, dann trinke ich einen Schluck Bier und würfel neu. Dein Bierpunkt? Ja, damit ist es gelungen. Dann bin ich dran. Würfel mal beide eine Sechenprobe. Aber natürlich. Habe ich eben gerade schon vergessen. Haha, gelungen. Ja. Bonga fehlt noch? Immer. Gelungen, ja. Dann habt ihr keine Erschwernis. Euch wird ein neues Bier gereicht und ihr könnt weitermachen. Ja, dann mache ich jetzt mal eine Finte 4. Geschafft. Oh, ich habe meine Parade noch mal, ne? Du hast eine normale Parade, ja. 4er Erschwernis durch Finte. Also erschwert um 7, erleichtert um 1, weil in die 21. 14. Ja, ist genau geschafft. Und genau Landung. Geschafft. Ah, das sind 20, okay. Ja, dann du. Nächste Kampfrunde. Ah, du musst. Rocker darf. Ja, ich zieh vor auf Finte 6. Also, jetzt willst du es aber wissen. Komm, mach mal so einen Wuchschlag 10, dann ist er weg. Hatte. Nicht gelungen. 20 mit einer plus 6 wird das nix. Warum wird das denn nicht gewürfelt? Ich würfel einfach mal ein W6. Weil ich will mein Glück testen. Okay, du hast dein Vorteil Glück. Ich hab keine Ahnung, was das gerade war. Ja, du hast aber 2 gewürfelt, 2 ist auf einem W3 eine 1 und ein W3 minus 1 ist kein Glück. Okay, es wurde aber jetzt ein W3 gewürfelt, weil das steht im Chat. Ja, aber es liegt halt die 2 da, also. Ein W3 minus 1? Ein W3 minus 1, genau. Genau, 2 liegt, das heißt einmal Glück. Nee. Das ist ja, da liegt ja eine 6. Da liegt ja keine, also. Das ist ein W6 und kein W3. Du musst also alles, die Augensumme musst du durch 2 teilen. Du hast kein Glück. Achso, okay. Ich dachte, der W3 werde genommen, weil das da im Chat steht bei mir. Aber gut, dann nicht. Dann macht Schaden. Nee, ich habe gegriffen. Die Attacke ist misslungen und deine Parade ist um 6 zusätzlich durch die Finte erschwert. Oh, okay. Dann mache ich noch eine 4er-Finte. 9 Haus alles. Eine 4er Finte? Ja, dann habe ich insgesamt eine Erschwernis von 6. Heißt. Wow. Erschwert um 13, erleichtert. Jetzt kam dein Bierpunkt? Ja, mein Bierpunkt. Ich trinke nochmal. Hast du den nicht eben schon eingesetzt? Mir wurde doch neues Bier gereicht. Ihr bekommt neue Biere. Oh, ach so, dafür ballert Bier das haben, dann ist jetzt. Dann ist ja jetzt alles, was du tust, um 2 zusätzlich erschwert. Okay, jetzt der zweite Wurf auch schon oder erst ab dem nächsten? Alles jetzt. Ab sofort ist alles um 2 erschwert. Okay, dann habe ich jetzt eine 8er Erschwernis für eine 4er Finte. Genau. Nein, scheiße. Okay. Wow, das musst du auch erstmal schaffen. Ja, bitte. Gut. Dann bist du dran. Nee, Moment, die Parade brauchst du nicht. Du könntest frei umwandeln, wenn du willst. Ich? Nee. Bonga. Ich atme einmal durch. Ich humpel immer noch auf 5 Ausdauer durch. Ja. Du hast deine Erschwernis auch noch nicht abgebaut, wenn du jetzt durchatmest, ne? Zählt nicht als Aktion Position, also nein. Genau. Gut, dann nächste Kampfrunde. Du hast durchgeatmet und Ausdauer regeneriert. Und Ado muss angreifen. Ich greife ganz normal an. Nichts Großartiges. Ja. Geschwungen. Wäre jetzt ab sofort mal um 4 Schwert. Das ist richtig eingetragen. Und das Parade ist einfach probiert. Vergiss deine plus 3 nicht, gell? Du hast einmal eine plus 3. Und eine Erleichterung von 1, weil in die 21. Also ja, und du hattest aber eben noch einen Modifikator von 8, oder was war das? Oder 6? 6er Finte habe ich angesagt. 6er also ist Finte. Mit einem Punkt gelungen. Genau, also sehr knapp war das eben. Boah,
würfelst du denn? Ja, dann nochmal 6er Finte. Ja, beides auf die 20. Wow. Genau, wie gesagt, ich trink mal mein Bier. Okay, dann trink dein Bier, Zechenprobe. Jetzt wird euch auch kein neues Bier gereicht. Aber dann fällt ja die 2 Erschwernis weg, weil ihr jetzt wieder mit beiden Händen kämpfen dürft. Geübte Leber, das ist auch gar kein Problem. Okay, dann würfelst du neu. Jo, ist die 6 und damit ist es geschafft. Erschwert um 2 regulär plus 6 auf die 12. Ja, Parade. Hattest du noch eine? Nee. Doch, warum doch. Nicht? Ja? Ich hatte noch eine, ja. 17, nicht geschafft. Sehr, wieso denn? Hä, ganz kurz, wieso habe ich es nicht geschafft? Ich hatte plus 2. Ah, nee, du hattest ja noch deinen. War das. Zusätzlich oder? Plus 2 durch. Und Finte? Wie viel sind es insgesamt? 10. 10 aufs Bein. 14. Okay, ich hab noch ein bisschen. Nächste Kampagne? Ja, dann greife ich wieder ganz normal an. 2 Erschwernis wegen Alkohol. Ein Bier habe ich ja mittlerweile nicht mehr gelungen. Habt ihr das Bier beide weggefeuert und jetzt kippt ihr beide im anderthalb in das Stil? Ja, ja. Stimmt. Wir können jetzt beide unsere Hände wieder dran haben. Ja, dann pariere ich mal mit einer ihrer Meisterparade. Das heißt, eine 3er Erschwernis. Eine 20er Wurf gelungen. Ja, Meisterparade durch. Ja, und als Gegenangriff gebe ich dir einen. Wucht 10. Wucht 4, Finte 4. Also ich würfel auf die 16. Komm, mach 5-5. 5-5, okay. Du bist auf die 16. Hat nichts gesagt? Geändert. Also. Dann bin ich wieder dran, oder? Ja. Sein ja, Angriff ist um. Sein Angriff, seine Parade ist um 10 erschwert. Finte 4. Also insgesamt eine plus 6. Wieso machst du eine Finte? Das schaffst du sowieso nicht zu parieren. Sicherheitshalber. Ja, das gelungen. Ist gelungen. Finte 4, das heißt ich um 14. Ja. Minus 1 wegen in 20. Patzer? Da muss man nicht großartig rechnen, das ist ein Patzer, ja. Ich glaube, der Kampf ist vorbei, würde ich einfach mal von ausgehen. Wir können uns mal den Nahkampfpatzer angucken. Stolpern, du verlierst die Initiative. Ich glaube, wir können an der Stelle abbrechen. Jo. Okay. Kampfbeschreibung? Ardo, fang an. Ja, Ardo fängt erstmal an mit Trinken und groben Schlägen in Richtung von Ronga, die dann mit der Menge des Alkohols, die in den Magen gegossen wird, immer ungelenker werden, aber auch immer heftiger. Irgendwann trifft er Ronga ein, zweimal. Aber der ganze Kampf ist eher so ein vor sich hin gegeneinander stolpern. Zwar immer noch mit einigermaßen Finesse, aber man merkt, dass die beiden nicht in Höchstform sind. Und vor allem haben sie ein Bier, was sie die ganze Zeit saufen und. Genau. Ja, und irgendwann schleudert er seinen Krug weg und haut immer mal wieder auf Ronga ein und diesmal etwas mit mehr Wucht. Ja, Ronga. Ja, Kampfkumpanen sind auch Saufkumpanen. Ronga tritt mit seinem Bier aufs Kampffeld. Eher am Anfang auf das Bier konzentriert als auf den Gegner selbst. Ardo, schon wissend als geübter Schwertkämpfer, wird erst mit ein, zwei vorsichtigen Hieben angetestet, bis ein starker Angriff von Ardo kommt, der Ronga fast von den Füßen haut. Und er weiß, ja gut, Ardo nimmt das hier mit etwas ernster und stellt sich ihm dann im typischen Anderthalbender-Stil entgegen. Beide schon deutlich angetrunken, kann man sehen, wobei Ardo dann ein wenig mehr taumelt als der gute Ronga. Aber dennoch schafft die Wege besser zu setzen und somit als Gewinner rausgeht, denn der gute Ronga liegt im Matsch. Ja, Priodur, möchtest du gegen Travigor kämpfen? Ich kann da nicht mal Lanzen reiten. Ja, willst du Lanzen reiten oder willst du Schwert und Schild oder was hast du vor? Nee, ich denke. Gegen den Baron kämpfen? Nein, das schickt sich nicht irgendwie gegen meinen
Kannst mich mein, ja nochmal rausfordern. Okay. Midas, Square. Licht gegen Schatten. Mhm. Komm her, Midas. Wenn ihr unbedingt wollt. Ihr habt gesehen, wozu ich in der Lage bin. Natürlich gegen einen Bauern. Jetzt müsst ihr gegen einen Diener des Preises streiten. Dann werden wir einmal sehen, auf wessen Sieg die Götter heute herunterlachen. Ja, Travigor, da kommst du nicht raus. Da wirst du tatsächlich Lanzen reiten müssen. Midas, möchtest du wetten? Nein, diesmal wette ich nicht. Gut. Dann Initiative. Ja. 21. Nee, 22. Freio, du auf der 14 nur, ist das richtig? Ja. Keine Kampfreflexe. Und Midas auf der 22. Preio, du beginnst. Ja, ich würde ganz normal nochmal Angriff starten und testen. So ein Zepter, ne? Ja. Wieso mit einer plus 2? Durch dein Betrunkensein? Oder? Achso, ich hab vergessen meine. Ich hab gar nichts reingetragen, komischerweise. Keine Ahnung. Modifikator plus 2. Okay, also du hattest einen ganz normalen Angriff. Genau. Du bist auch noch nicht betrunken, ne? Nein. Gut. Ich weiß nicht, wo die 2 hätte. Ich habe einen Modifikator. Ich so, kann mal nachgucken. Hast du gefunden? Muss ich gerade mal nachgucken. Komm, oder hast du irgendwie was? Ich schau mal kurz eine Sekunde. Wo stehen die denn? Rüstung ist nicht eingetragen. Inventar. Ich hab sie gefunden, war ein Wundbändchen. War drin. Wund, alles klar. Ich hab's im Übrigen nicht geschafft. Ich bin mir kommt ja noch die plus 1 drauf. Genau. Hast du nur eine plus 1 oder mittlerweile eine plus 2? Ich habe nur eine plus 1. Gut. Wobei, ich habe eine 15 gewürfelt und ich habe 16, also doch geschafft. Ja, mit der Qualifikation, doch stimmt, das recht. Ja, okay, gut. Das war die Parade, dann Midas Angriff. Genau, jetzt kommt mein Angriff. Der wäre geschafft. Ich habe jetzt wieder vergessen, die plus 1 einzutragen. Ja, rechnen wir dynamisch raus. Wenn du da, wie gesagt, irgendwie findest, müssen wir da mal drauf gucken. Treffen mich. Und du kannst Schaden machen. Okay, 1W plus 4. Ja, 10. 10 GPA. Genau, musst nur deine Ausdauer berechnen, deine Lebenspunkte sind fast egal. Okay, dann nächste Kampfrunde, Priodur. Probier's nochmal, uns nochmal. Ja, dann pariere ich wieder. Mut zur Lücke, mehr Ansagen. Der wäre nicht pariert. Preio oder Schaden? Mit dem heiligen Sonnenzepter auf den Kopf. Ja, dann sage ich wieder meinen Angriff an. Ohne Ansage? Ohne Ansage. Der Schade. Wäre